Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So Leute, aus Langeweile und aus Munterseitzeit, weil ich nämlich dann in die Nachtschicht gehe und ich seit um 12 Uhr munter bin, wir haben es jetzt um 16 Uhr und bisher möchte keiner mit mir schreiben, weil irgendwie jeder auf Arbeit ist, begrüße ich euch erstmal hier, willkommen. Was soll das für ein Trick? Okay, gut. Kapier ich zwar nicht, vielleicht weil wir zu voll waren, haben sie es jetzt drüber geschleppt, aber von da drüben wird es ja im Moment, sage ich jetzt mal, noch nicht weggeschafft. Ja, wir sehen, Neu-Ulm-Stahlwerk soll abtransportiert werden. Wir verstehen auch nicht, was die meinen. Also die paar hundert, die sie hier drin haben, ist doch alles gut. Andere Sache ist natürlich, wir brauchen wir unbedingt Holz. Das haben wir jetzt ein recht großes Problem. Wie wir das jetzt lösen, ist mir im Moment noch unklar. Wir hatten ja hier die Züge rumfahren, wir hatten die LKWs rumfahren, die ja theoretisch hier alles mitnehmen sollen. Frage ist natürlich jetzt, welche Linie welche ist. Das hier scheint wohl die zu sein, die das Holz mitnehmen soll. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben hier recht viele Linien. Maschinen, Werkzeug, ist ja klar, was das ist. Die braucht man nicht. Es sind ja bloß jetzt hier die Fahrzeuge, die transportieren Stahl. Ich hole mir mal nur Fahrzeuge jetzt, die Dings jetzt holen müssen. Nur Holz, Bretter. Nee, Trams möchte man nicht holen. Fahrzeuge kaufen. Der MAN und der soll eben nur die Holzbretter holen. Machen wir es mal so. 16 Holzbretter. Holen wir uns mal ein paar. Neue Linie. Und zwar gehen sie auf von hier nach hier. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wir können uns natürlich noch mehr Züge holen, die wahrscheinlich... ich weiß nicht, ob das was bringt, mehr Züge jetzt zu holen. Also Holz, wie sieht das aus bei unserer Produktion? Nicht jeder nimmt was mit. Ist natürlich relativ schade. Wir haben ja auch sehr, sehr viele LKWs hier auf der Strecke, das muss man schon mal sagen. Wie sieht das hier aus? Hier sieht das auch relativ hoch aus. Produktion steigert sich gut. Nur hier die Züge sind noch nicht so voll. Das ist natürlich ein großes Problem hier auf der Strecke. Und da bringt mir jetzt auch nichts, jetzt 30 Züge mehr zu holen. Hier kommt schon wieder der Nächste und sagt, hier, oh, okay, hier, ich habe aber nichts, was ich einladen darf, kann. Ist natürlich die große Frage, wie man das vielleicht... Also man kann das ja nicht erhöhen. Die andere Frage ist, kommt jetzt vielleicht doch irgendwann mal ein bisschen Holz hier unten an? Weil ohne Holz geht hier eben nichts. Also ohne Bretter. Wo ist unser nächster Zug? Unser nächster Zug ist hier. Den müssen wir mal kurz ein kleines bisschen zuschauen. Ja, dass er die Bretter mal auch hier rüber lädt. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. So, hier kommt er an. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Er lädt alles. Es kommt alles nur hier drüben an. Was sehr, sehr scheiße ist. Das bedeutet, wir werden jetzt mal noch was Kleines bauen. Die Frage ist nur wie. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir werden hier einfach einen extra Bahnhof nochmal hinbauen. Die ganzen Fahrzeuge der Linie 6 sollen verkauft werden. Linie 6 ist... Naja, Linie 6 ist die richtige. Jetzt ist die Frage, welche Linie jetzt die... ist, die nicht mal funktionieren darf oder die mal am besten mal verkaufen. So, die Linie 18 ist die Linie, die mir mal komplett verkaufen, weil die irgendwie nichts bringt. Die ist so, bringt nichts. Verkaufen wir alle und dann löschen wir die ganze Linie. So, mein Ziel ist jetzt natürlich, warte mal. Oh, jetzt lädt er den Dreck auch noch ein.
Der hat sogar Maschinen eingeladen. Größter Rotz, den der Zug machen kann. Im besten Fall lädt er es hier unten aus und schafft es hier rüber in die Stadt. Was ich glaube ich eher wie... Doch, das macht er. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist es gar nicht mal ganz so dämlich. Aber wir müssen jetzt noch hier unseren... Ich will jetzt den Bahnhof hinbauen. Ich weiß auch jetzt, warum mein PC so sehr rumspinnt. Weil ich ihn eigentlich mal wieder aufräumen muss. Komm, wir machen jetzt mal einen 240 Meter langen Bahnhof. Oh, ne, 320. Wir müssen das Bild dann schon übertreiben. So. Güterbahnhof. Höchstgeschwindigkeit, Oberleitung, das ist natürlich klar, dass sowas sein muss. Und so. Also ich nehme im Moment nämlich Transport Fever extrem in der Vorproduktion auf. Hat aber den Grund, dass es extrem viel Spaß macht im Moment. Und auch noch eine Zeit lang Spaß machen wird. Das spreche ich euch. Und ich auf, im Moment auch keine andere Zeit habe. Ich wollte jetzt auch wieder Sniper Elite aufnehmen. Problem in der ganzen Sache wäre jetzt nur, dass ich nicht direkt jetzt aufnehmen kann, weil ich dann eben eigentlich jetzt auf jemanden noch warte. Also auf eine Nachricht von jemanden. Und wenn es was Fieber eben schneller abzubrechen ist und alles mögliche. Ja. Das ist eigentlich der eigentliche Grund. So, da haben wir jetzt, so soll es sein, so soll es bleiben. So habe ich mir's gewünscht. Wir brauchen jetzt hier ein Stoppschild, wir brauchen hier ein Stoppschild. Wir brauchen hier ein Stoppschild. Und wir brauchen hier, glaube ich, auch noch eins. Machen wir mal zur Sicherheit. Fahren sollen sie eh hier drauf nicht. Aber es geht um den Sinn dahinter. Linie 15 soll jetzt nämlich ausgeweitet werden. Nachdem sie eben auch schon ein bisschen abgeladen haben. Ist das auch schon ein bisschen? Ne, ist Neu-Ulm. Das heißt, sie fahren Neu-Ulm, dann fahren sie auch schon ein bisschen. Dann sollen sie hier runterfahren. Dann kriegen wir den Graf Zeppelin. Und dann sollen sie wieder zurückfahren. Nach Aschenbüttel. Jetzt ist natürlich die Frage, es ist nicht verbunden. Jetzt ist die Frage, warum ist es nicht verbunden? Also irgendwie ist alles miteinander verbunden, habe ich jetzt gesehen. Wir werden einfach mal, passt mal auf, wir werden einfach mal alles löschen, genau. Und dann werden wir uns mal die Linie nochmal neu vornehmen. Und zwar sollen sie von hier aus... So funktioniert das auch. Das ist gut. Ich werde jetzt hier das noch ein bisschen zweispurig ausbauen. Hat den folgenden Grund. Wenn jedoch nochmal ein zweiter Zug kommt, wollen wir es mal nicht riskieren, dass die aneinander fahren. Beziehungsweise nicht funktionieren, weil dies und das und jenes. Ich weiß nicht, was dort oben ist, aber ich kann mir vorstellen, welche Warnung gerade aufleuchtet. Deswegen gucke ich auch gerade nicht dran. Weil es wird sicherlich bloß das Abtransportieren sein. Und da kann ich eben nichts ändern. So, dann werden wir mal gucken. Dann sollen sie hier rausfahren. Und hier vorne drauf fahren. Das wurde, glaube ich, logisch was ergeben. So. Das noch verbinden. Und dann klappt das schon. Super. Dann könnte man theoretisch vielleicht noch ein Fahrzeug draufsetzen. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Weil das Holz ist nämlich noch nie so schnell hin und her. Das ist das größte Problem, glaube ich, an der ganzen Strecke. Nur hier, also uns fehlt eigentlich wirklich Holz. Holz ist eine rare Sache hier auf der Map irgendwie. Wie wir das vielleicht noch lösen können, habe ich echt keinen blassen großen Schimmer. Wir können hier noch anzapfen, bisschen.
Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. So, jetzt geht nämlich die Produktion langsam wieder nach unten, weil es irgendwie kein Fahrzeug mehr abholt. Wir werden einfach noch ein paar Straßenfahrzeuge kaufen. Güter. Und zwar Linie 17, so wie es aussieht. Linie 17, genau. Und wollen wir hoffen, dass die paar Fahrzeuge noch ein bisschen mehr Holz bringt. Wie gesagt, das ist unser größtes Problem auf der Strecke. Jetzt sieht es relativ gut aus. Wir werden, wie gesagt, uns nochmal einzukaufen. Wir haben 3 Millionen, also mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Die Frage ist es bloß, welchen Zug haben wir hier drauf? Haben wir die V100 oder was hat man hier drauf? BR? Ah, nee, die BR 103. Wir haben... Oh, geil. Da werden wir uns auch gleich dran setzen. Also wir werden hier mal kurz... 102, naja gut, die kann nur 100 fahren. Und dann werden wir uns nochmal hier ein paar... Oh, wir haben die Güter ein paar BI drin. Das ist auch nice. Hier werden wir jetzt noch ein paar dran setzen. Wir können jetzt eigentlich bis zu 320 Meter. Wir machen mal... So, ja, und das Ganze auf die... Ach, welche Linie waren das gleich? Linie 15. So, diese beiden Züge, die auf dieser Strecke sind, haben ja relativ schon ihr Leben hier gut verbracht. Die Sache ist bloß, die haben viel zu lange ihr Leben hier schon verbracht. Deswegen beide Fahrzeuge jetzt mal anpeilen. Und die werden verkauft. Das steht fest. Dann können wir uns nämlich mal den neuen Zug ranholen. Der Zug bleibt stehen, das ist schön. Der ist auch gut besetzt, sagen wir es mal so. Finanzmäßig sieht er auch relativ gut aus. Über Finanzen brauche ich mir eigentlich keine großen Sorgen mehr machen. Überhaupt keine Sorgen mehr machen. Also da, es ist einfach mal so. Und der TGV ist nämlich ein sehr schneller Zug. Das ist ein sehr, sehr schneller Zug. Also wir haben den einmal in der Kurzvariante, wir haben den normalen TGV mit 176 und einmal 257 Platz, 300 km/h, und wenn wir uns den hier holen mit welcher Länge 200 und den nochmal vielleicht dran bauen, sind wir bei 413 Meter. Ein sehr, sehr großer Zug, der auch, ich weiß gar nicht, passt da überall hin. Ich glaube mal eher nicht. Ich glaube, man da wird es Probleme haben. Mit 200 Meter sind wir, glaube ich, schön gut besetzt. Den verkaufen wir. So. Die GV ist eigentlich so mehr, finde ich, der für die Ferne der Zug. Was jetzt diese Strecke eher nicht so ist. Damit komme ich aber, glaube ich, klar, Linien zu weisen. Linie 10. Also von der Länge her habe ich, glaube ich, nicht gelogen. Der ist lang genug. Der hat 200 Platz. Fährt seine 300, die ja, glaube ich, auf dieser Strecke kaum ausfährt. Also hier für den Zug muss man noch sehr, sehr viel umbauen. Das steht fest. Aber wir gucken mal kurz, ob er seine 300 km/h hier ausfahren kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ob er es packt oder nicht. Ob er sich natürlich lohnt. Lohnen wird er sich schon, weil schneller als 90 wird er fahren. Macht allein jetzt gleich schon. Ja, da haben wir schon die Geschwindigkeit vom alten Zug erreicht. Geschwindigkeit, wie gesagt, da machen wir uns mal keine Probleme. Bauen wir uns vielleicht nochmal in eine Strecke, die sehr lang wird, wo er sich mal ausfahren kann. Der Bahnhof ist ein alter, sehe ich gerade. Das geht so nicht. Grünes Signal, passt. Und jetzt mal gucken. Also hier würde er auch sich nicht ausfahren. Die Strecke ist viel zu kurz dafür. Und wie gesagt, mein PC hängt so viel nach. Ich hatte vorhin, wo ich geguckt hatte, hatte ich, glaube ich, noch 14 GB frei. Also eigentlich gar nichts mehr. Das ist
zu wenig. Naja. Wie gesagt, ausfahren tut er sich sicherlich nicht. Bremsen tut er sehr, sehr gut. Ob es in Wirklichkeit so ist, keine Ahnung. Hier steigen ein Haufen Leute aus. Und hier nochmal kurz durchgucken. Und dann war es das eigentlich schon mit dem Part. Dann gucken wir im nächsten Part, ob das mit dem Holz geklappt hat. Das heißt, wir haben jetzt diesen Part nicht viel gemacht. Das ist ein kleiner Part, ein kurzer Part. Wir haben den ersten TGV gekauft, der, finde ich, ein großer Fortschritt für uns ist. Weil er hat schon seine Geschwindigkeiten, er hat schon seine Zukunft auf unserer Strecke. Bin mir sehr, sehr sicher. Wir müssen nur noch den gesunden Mix aus allen Zügen irgendwie rauskriegen. Und dann klappt das auch schon. Aber ich glaube, fährt er auf dem richtigen Gleis? Terminal. Okay. Das ist ein bisschen... Hier werden wir uns vielleicht auch nochmal den Dings holen, den TGV. Aber vielleicht auf der kurzen Variante. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, wenn ich den ganzen Part gefunden habe, gibt noch nach oben da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich gerade wirklich so viel Geld für den TGV ausgegeben habe oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Man of the World. Ja, 54 Millionen. Geil. Ciao, ciao.